Hallo meine Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Vorab möchte ich mich wirklich ganz, ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für die 1000k Abonnenten, die wir heute Morgen geknackt haben. Ich danke euch für eure Hilfe, für eure Tipps, für eure Tricks, für eure Unterstützung und für was ich euch sonst noch alles danken kann. Wirklich von Herzen vielen Dank. Ich freue mich auf alle weitere Zeit, die mit euch kommt, welche Spiele wir entdecken werden und so weiter und so fort. Jetzt würde ich aber sagen, dass wir auf jeden Fall gleich zu Dragon's Dogma 2 schauen. Da habe ich im letzten Video ja schon einen Charakter erstellt, aber ich habe oft noch einen anderen erstellt, einen etwas mysteriöseren, würde ich es jetzt mal bezeichnen. Und den gucken wir uns auf jeden Fall an, zusammen mit dem Gameplay, wie alles beginnt quasi. Also, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zusehen. Und let's go! Ja Leute, und so sind wir jetzt auch schon im Spiel gelandet. Ich habe natürlich jetzt noch ein paar Einstellungen getroffen. Ich hoffe, dass meine Soundeinstellungen richtig sind, dass es weder zu leise noch zu laut ist. Aber wir werden jetzt gucken, indem wir auf Spiel starten klicken. La connexion et bla 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 bla. Überzeugung ist der menschliche Wille, der seine größte... Ja, danke für nix. Ich wollte eigentlich noch weiterlesen. Jetzt schauen wir mal, was das Video uns sagt. Verehrte Gäste, leiht mir eure Ohren. Lange hat unser schönes Vermund gelitten, ohne einen wahren Monarchen, der es und seine Menschen führt. Jahrzehnte sind vergangen, seit seine Majestät Erland zuletzt auf dem Drachenthron gesessen hat. Lange haben wir ausgeharrt, doch es war nicht umsonst. Endlich hat die letzte Stunde der Ära des Konsuls geschlagen. Endlich können wir das Erscheinen unseres rechtmäßigen Souveräns feiern. Die Rückkehr des Souveräns. Meine Güte, welch ein inspirierendes Antlitz. Eure Majestät wird meine ewige Treue gehören. Eure Majestät, oh, wie lange habe ich auf diesen Augenblick gewartet. Ob ich da jetzt zum Thron schreite? Salutieren. Oh, und ein Gläschen Wein, sehr schön. Seht, vor euch sitzt der rechtmäßige Erbe des Drachenthrons, vom Drachen als Feind auserwählt. Seht und frohlocket, das Schicksal hat uns endlich unsere Rettung gesandt. Endlich. Seid gepriesen, denn nur die Führung des Souveräns kann uns wahrlich leiten. Gepriesen sei der Souverän. Mögen alle Anwesenheiten dem Souverän ihre Treue schwören. Lasst uns in der Hoffnung vereint sein, dass seine Herrschaft niemals enden wird. Lang lebe der Souverän von Vermund. Lang lebe der Souverän. Oh. Erweckter. Der du den Drachen zu erschlagen suchst. Wenn du wünschst, diese Welt in ihrer wahren Form zu sehen, lass deinen Verstand hinter dir. Gib sowohl dein Herz als auch dein Leben auf. Ich fordere dich auf, deinen Willen zu beweisen. Nur dein Bestreben kann den Lauf der Flüsse des Schicksals ändern.
Ausgräbungsstätte Kerker. Nun, wer von euch war es? Du musst nicht schüchtern sein. Ich muss bloß deinen Namen und dein Gesicht dokumentieren. Komm schon, tritt vor. Du kannst entweder einen Gefangenen als Voreinstellung wählen oder den Gefangenen mit Kapuze, um das Aussehen deines Charakters von Grund auf anzupassen. Aber ich habe doch schon einen Charakter. Aha, ich dachte mir, dass ich dich wiedererkenne. Ja, bereits existierende Charakterdaten nutzen, um den Erweckten zu erstellen, ja. So, und das ist der Charakter, den ich gestern noch erstellt habe. Sie hat Elfenohren, hat auch diese geflochtenen Haare, hat ein Tattoo am Bauch und Narben an ihrem rechten Arm. Das ist quasi ihr Gesicht. Ich weiß, es könnte vielleicht ein bisschen gruselig sein. Aber mir gefällt's. Sie ist eine Bogenschützin und hat diese tapfere Held-2-Stimme. Abschließen. Unser Name ist Lunetra, natürlich. Unser Spitzname Lizora, Alter 20. Ja, von mir aus. Charakter fertigstellen und fortfahren. Yep. Mir gefällt der Ausdruck in deinen Augen nicht. Er ist verdächtig unverfroren für einen Vasallen. Die meisten deiner Art haben ausdruckslose Augen wie der einer Leiche. Vielleicht ist es nur natürlich angesichts der Tatsache, dass ihr von den Toten aufersteht. Doch etwas ist anders an dir. Könnte es sein, dass du den Tod fürchtest, genau wie wir Sterbliche es tun? Keine Sorge. Gefäß? 3 Tage hier und du wirst dich nach der süßen Umarmung des Todes sehnen. Komm mit, ihr nutzlosen Dummköpfe. Ein oder mehrere Add-ons hinzugefügt. Du wirst im Laufe des Spiels Zugang zu ihnen erhalten. Okay. Ich muss durchhalten, bis mich jemand ablöst. Okay. Also, wir können hier grüßen. Probieren wir doch mal aus. Seht mich nicht so an. Ich brauche kein Mitleid. Okay. Habt ein Herz, helft mir. Nee, ich helfe niemandem. Ich finde den Gang so bescheuert von ihr einfach nur. Ja, und wo muss ich jetzt hingehen? Jetzt gucken wir mal. Haben wir eine Karte? Oh, ein Absturz wird erstellt. Schön. Das ist ja wieder ultra geil. So, und weiter geht's. Ich hoffe, dass wir jetzt da sind vom letzten Speicherpunkt laden, wo wir stehen geblieben sind. Erwachen im Kerker. Ja. Genau da waren wir. Höre auf den Aufseher, befolge die Befehle des Aufsehers. Okay, mitgemacht. Wehe, es stürzt nochmal ab, ich hasse sowas. Ah, okay, also, da geht die Tür wieder auf und wir düsen jetzt einfach mal da lang. Ich spiele übrigens mit Tastatur, also ohne Controller quasi. Dann gucken wir mal. Ich wollte ja eigentlich nach der Karte schauen, gell? Aber jetzt gehen wir einfach mal hier hinterher. Ich bin müde, so müde. Gibt es keinen Ausweg? Das kann ich dir auch nicht sagen. Die geht so komisch immer noch. Es ist bloß ein weiterer Tag wie der vorherige. Okay, es kommt, glaube ich, wieder ein Video. Ausgrabungsstätte, das Loch. Interessant.
Was glaubst du, machst du hier, du Faulpelz? Beweg dich. Wollte ich ja, und dann ist das Video da gekommen. Also werd mal nicht so frech hier, ne? Ja, das ist auf jeden Fall. Sieht aus von hier aus wie so ein Kolosseum. Also ich glaube, mit der Steuerung muss ich noch ein bisschen üben. Sieht, schmerzt euch eure Verletzung. Bitte überanstrengt euch nicht. Dies ist kein Ort für euresgleichen. Er ist über die Maßen rau. Selbst wir Vasallen werden an unsere Grenzen getrieben. Ihr solltet den Aufseher nicht erzürnen. Lasst uns zur Ausgrabestätte weitergehen. Ah, jetzt ist es laufen. Ja, ich laufe ja schon. Wo lang? Okay, einfach ihm hinterher. Die rennen so komisch. Also das gefällt mir echt überhaupt nicht. Zeit, dass ihr euch an die Arbeit macht. Ja, was soll ich jetzt arbeiten? Erwache im Kerker, hebe einen Felsen auf. Einen Felsen. Geh mal weg da, ich will da hin. So, und wie kann ich jetzt einen Felsen aufheben? Wie geht das? Keine Ahnung. Ihr seid bereit zu arbeiten? Dann solltet ihr damit anfangen, Steine von der Station hinten hierher zu tragen. Mhm. Copy. Steine von der Station hinten daher zu tragen. Okay. Dann düsen wir mal hinter. Control plus R, Laterne anzünden. Hm. Okay. Also, das geht. E greifen, loslassen. Also, ich muss E auf jeden Fall nicht gedrückt halten, damit sie ihn trägt. Das ist schon mal sehr entspannend. Die Umgebung ist recht unordentlich. Bitte springt über alles, was geht. Ja. Ach so, Moment. Wo muss ich sie jetzt hintragen? Da oben hin, gell? Jetzt fängt ein neues Spiel an und wird gleich versklavt. Das ist doch unmöglich. Gute Arbeit. Jetzt ist der nächste Schritt. Oh, was passiert jetzt? Was ist das für ein Aufruhr? Vielleicht sollten wir nachsehen. Sprinten. Oh, dieses Gelaufe, das kann man sich doch echt nicht anschauen. Sorry, dass ich das immer wieder sage, aber wenn ich das einfach so sehe, wer läuft so? Ja, das ist ein Dit, ey. Medusa 2.0 oder was? Ah, die versteinert alle. Können wir gleich noch mehr Steine runtertragen? Nein, das verdammte Ding wurde erweckt. Ihr werdet diese Furie töten und wenn es euch das Leben kostet. Bring mich hier weg, sofort. Und Lunetra guckt mal wieder ganz blöd, greift sich den Bogen und wird sie jetzt töten. Los, go, girl. Ach so, ich muss das jetzt tatsächlich machen. Oh mein Gott. Hallo, ich will da rauf. Versuche jetzt, Achso, ich habe keinen Stamina mehr. Okay, und die lebt aber noch ewig. Ich versuche irgendwie an ihren Kopf zu kommen, aber das ist irgendwie schwierig zu sehen. Hier. Oder vielleicht doch auf ihren Körper. Ich glaube, das ist einfacher. Oh, jetzt kommt Feuer zum Einsatz.
Greife mit E und mit E Objekte und wirf sie mit der rechten Maustaste. Ja, ich habe keine Ausdauer mehr. Uäh. Was soll ich denn greifen? Was soll ich nehmen? Ja. Hier, auf ihr Körper. Also irgendwie ist mir der Bogen dann doch lieber. Oh, die bewegt sich auch so hässlich. Was ist jetzt? Oh, haben wir sie jetzt abgekillt? Nee. Sie schlängelt sich über uns drüber. Bin ich jetzt tot? Nein, ich lebe noch. Ihr solltet fliehen, solange ihr könnt. Schließlich wartet euer Auftrag auf euch. Ihr könnt nicht ewig an diesem Ort verweilen. Ihr habt eure Erinnerungen verloren. Dies ist sicherlich das Werk eines grausamen Fluchs, doch sorgt euch nicht. Ihr müsst bloß an euer eigenes Schicksal glauben, Erweckte. Verflucht, die vermaledeite Kreatur ist entkommen. Hey, kommt gefälligst zurück. Ihnen nach, schnell. Ich wette, ich muss gleich loslaufen. Hier lang, Erweckte. Oh ja, wusste ich's doch. Tschümmelö. Und jetzt müssen wir runterspringen, oder was? Ja. Oh mein Gott. Was passiert denn da? Ach, jetzt geht's weiter. Niemand könnte einen Sturz aus dieser Höhe überleben. Nicht einmal ein Vasall. Ah. Steht nicht einfach herum, schießt. Sitzen wir jetzt auf seinem Rücken. Gehe nun, verlorene Seele. Und lerne so viel wie möglich über diese Welt, die du beschützen musst. Capcom präsentiert. Die tollsten Witze 1999. Das war von... Weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wie es hieß. Da gab es immer so CDs und... Da war das mal dabei, ich glaube Mickey Mouse oder so. Also die Grafik ist schon echt nicht schlecht. Ich müsste da vielleicht noch ein paar Feinjustierungen machen, aber wenn man sich das so anschaut, schick, schick. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das abbrechen soll oder... Übrigens hat das Spiel leider überhaupt gar keine guten Bewertungen erhalten. Ich hoffe, dass ich nicht enttäuscht werde. Und dass es uns doch einigermaßen Spaß macht. Yoshinori Matsushita. Die schießen es auch ab. Warum? So ein schöner Vogel, ey. Böse Mensch. Und ich saß da drauf. Ich bin jetzt mit runtergefallen. Und da liegt sie. Bewegungslos. Come on.
Hier, von was ist er denn gefangen? Bitte bleib auf Abstand, Erweckte. Oh nein, sorgt euch nicht um mich. Die Laken mögen nicht ganz... die Laken mögen mich ganz so schlucken. Es gibt einen Stein von nicht weit von hier, der als Riff stammen kann. Das bitte such ihn auf. Wenn ihr wirklich die Erweckte seid, dann werden sich unsere Wege sicherlich erneut kreuzen. Und da ist er fort. Hey, seid ihr wohl auf? Was ist hier geschehen? Wer sind die denn jetzt? Und wieder ein Ladebildschirm mehr. Das ist nicht so toll. Nein, nein. Ducky sagt nein, nein, nein. Ein Greif taucht in einem Augenblick auf und stürzt im nächsten. Und nun steht ihr vor mir. Wart ihr es also, die Person, die auf seinem Rücken geritten ist? Es ist ein Wunder, dass ihr überlebt habt. Begleitet mich zur Festung. Wir werden eure Wunden versorgen und eure Geschichte anhören. Ein Hauch von Freiheit. Achievement. Kann ich den töten? Ich glaube, das interessiert ihn nicht. Na gut. Jetzt laufen wir los. Ich will aber nicht hinter ihm herlaufen. Ich will eigentlich erkunden. Wo genau ist dieses Gefängnis, aus dem ihr geflohen seid überhaupt? Ich habe noch nie von einem solchen Ort gehört. Ups. Ich will ihm nicht antworten. Schaut mal, wie schön. Sieht aus wie die Alpen. Oh. Nutze, um eine Waffenfertigkeit zu aktivieren, Standardangriff. Gut, dann töten wir sie mal. Ach, ich habe wieder kein Ding. Was hat er jetzt damit gemacht? So, der eine ist noch übrig. Komm schon. Gut. Toad. Der Beginn eines Epos. Du hast die Kobolde besiegt, ja. F untersuchen. Hallo? F untersuchen. 200G steht wahrscheinlich für gönnen. Nein, Spaß steht für Geld. Denke ich mal. Oh, ein Apfel. Ein Apple. Was ist hier? F sammeln. Sammeln und kombinieren von Materialien. Tab, Tutorial, Logbuch ansehen. Also ist doch nicht wahr. Ich drücke einfach nur M für die Karte oder F für irgendein Tutorial und schon ist es wieder abgeschmiert. Junge. So, also wieder dem Justin folgen. Ich hoffe nicht von Anfang an. Mal gucken. Ah, okay. Wir sind hier stehen geblieben. Das ist gut. Oh. Jetzt habe ich den aufgehoben. Na, leg den wieder hin. Ich wollte eigentlich F drücken. Jetzt habe ich ein Koboldhorn, einen Apfel und noch einen Apfel. Jetzt will ich aber trotzdem hier nochmal sammeln. Ich kann weiter sammeln klicken. Kriege ich nochmal was raus? Ja. Kann ich schwimmen? Wo geht ihr hin? Ich werde euch nicht zur Behandlung zwingen, aber ich würde wenigstens gern mit euch reden. Ja, ich mag aber jetzt hier gucken. Kann ich schwimmen? Nee, aber irgendwas sammeln? Ah, cool, ich habe einen Fisch oder so. Schwächungen sind negative Status mit Effekten, wie dem regelmäßigen Zufügen von Schaden oder dem Verwundbarmachen für bestimmte Arten von Angriffen. Sie sind nicht auf dich und deine Vasallen beschränkt, sondern können auch Feinden zugefügt werden, was große Vorteile im Kampf bringt. Ziehe den Eintrag jeder Schwächung zu Rate, um mehr Informationen über ihre Effekte zu erhalten. Schwächung durch Nest. Ach so ist das. Okay, dann gehe ich raus. Und ich habe einen Uferfisch. Lecker Schmecker. Naja. Dann gehen wir ihm doch einfach mal hinterher und haben wieder diese Hayopais.
Nee, jetzt hat er mich zu Boden geschmissen. Und jetzt bin ich K.O. Aua. Junge, geh weg. Hey. Die lassen mich nicht in Ruhe. Ich weiß nicht, wie ich hier wegkomme. Oh, jetzt liege ich. Scheiße. Diese Geschichte hat ihr Ende gefunden. Ups. Ah, jetzt sind wir wieder hier. F untersuchen. So, jetzt möchte ich mal gucken, kann ich irgendwie rollen? Nein. X ist die Grundhaltung. So bin ich kampfbereit, so habe ich es weg. E ist ergreifen. Ach ja, das hatten wir ja schon. Fronttritt V. Aha, okay. Gut, dann kann ich ja, wenn einer kommt, ihn einfach kicken. Komm schon, ich will den hier töten. Ja, den ersten haben wir. Jetzt hat sie wieder keine Ausdauer. Oh, wo schleudert denn der die eigentlich immer hin? Na egal, jetzt ist glaube ich tot, oder? Nö, aber damit wird er schon fertig. Hallo, kann ich ihn jetzt nicht looten? Was glaubt ihr, wo ihr hingeht? Ihr könnt nicht einfach davonlaufen, ja, aber wo bist denn du? Stufenaufstieg Nummer 2. Gesundheit plus 18, Ausdauer plus 10. Cool. Dann düsen wir wieder rauf. Ah, Moment, ich kann hier Blumen oder so sammeln. Ja, das wollte ich nicht, sondern der hat anscheinend nichts und der auch nicht. Okay, dann nehmen wir das hier wieder mit. Verwelkter Zweig und 100 G. Gut, weiter im Text. Kann noch schneller laufen. Na los, lass uns ein Wettrennen machen. Sind wir jetzt da? Ja. Willkommen, Erweckte. Wir Vasallen haben eure Ankunft lang erwartet. Was ist das? Die Vasallen. Sie beugen so bereitwillig das Knie vor euch, aber dann? Nein, sicherlich könnt ihr nicht die Erweckte sein. Ihr sucht nach dem Riffstein, nicht wahr? Wir können euch zu ihm bringen. Bitte, hier entlang. Vor euch steht ein Riffstein. Dies ist ein Tor, durch das wir vor der Vasallenlegion in diese Welt eintreten können. Bitte beschwört euren Vasallen. Stellt euch vor eurem geistigen Auge einfach den treuen Begleiter vor, der euch dienen soll. Wir stellen ihn uns vor. Bereits existierende Charakterdaten nutzen, um deinen Vasallen zu erstellen. Jo. So, ich habe schon einen Vasallen erstellt. Der ist ein Dieb und er ist geradlinig. Und jetzt klicken wir auf Abschließen. Name habe ich ihn Loki genannt und Spitzname Ozias. Bestätigen. Charakter feststellen und fortfahren? Ja. Und da ist er, unser Loki. Der uns jetzt die Treue schwören wird. Wahrscheinlich, denke ich. Diese Welt ist mit zahllosen anderen Welten jenseits des Rifts verbunden, die von Vasallen wie mir durchquert werden. Wir haben die Pflicht, euch zu dienen und das Wissen, das wir in ferne Welten sammeln, zu eurem Nutzen einzusetzen. Ich freue mich darauf, mit euch zu reisen und mit meinen Erfahrungen jenseits des Rifts eure Abenteuer zu bereichern.
Na, ich fasse es nicht. Eine Vasallenbeschwörung direkt vor meinen Augen. Dann seid ihr wirklich die Erweckte. Seltsam. Ich hätte gedacht, der Erweckte sei in der Hauptstadt. Sicherlich soll es nur einen Erweckten geben. Verdammt, das geht alles über meinen Horizont hinaus. Der Wachleiter würde wissen, was zu tun ist. Da bin ich mir sicher. Doch wie das Glück es so will, ist er nicht da. Ich schätze, wir werden mit weiteren Fragen warten, bis der Wachleiter zurückkehrt. Euch steht bis dahin frei, zu tun, was immer euch beliebt. Ich danke dir dafür. Was, ihr habt keine Erinnerungen, sagt ihr? Vielleicht könntet ihr euch dann nach Melve aufmachen. Melve, Melv. Es wurde vor kurzem vom Drachen angegriffen. Der Erweckte soll eine tiefe Verbindung zu dem Drachen aufweisen. Solltet ihr die Erweckte sein, werdet ihr euch dort vielleicht an etwas Wichtiges erinnern. Außenposten der Grenzwache, nördliches Lager der Grenzwache. Durch das Berühren eines Riftsteins kannst du zur Brücke zwischen den Welten reisen, die viele Vasallen bei ihrer Reise jenseits des Rifts überqueren. Das ermöglicht dir, Vasallen zu beschwören, die deinen Spezifikationen entsprechen. Diese Vasallen steigen jedoch nicht in der Stufe auf, während sie dich begleiten. Daher wirst du regelmäßig neue Hilfsvasallen anheuern müssen. Okay. Der Beginn eines Epos. Du bist mit einem Riftstein in Kontakt gekommen. Seid gegrüßt, Erweckte. Bitte fragt alles, was ihr zu wissen wünscht. Ich werde antworten, sofern es in meiner Macht steht. Ein andermal. Also gut, möge euch das Glück auf eurem Wege begleiten. Supi. Also, dann haben wir quasi jetzt hier Loki mit dabei. Hier ist dieser Riftstein. Aber ich glaube, ich muss den Part an dieser Stelle dann auch schon wieder beenden. Freut mich auf jeden Fall wieder sehr, dass ihr zugeschaut habt. Bisher finde ich, dass das Spiel tatsächlich ganz cool gemacht ist. Ich meine, ja, ich hatte jetzt zwei Abstürze. Ich weiß jetzt allerdings natürlich nicht, ob das vielleicht an meinem PC liegt oder eben am Spiel selber. Das werde ich mir auf jeden Fall noch anschauen. Aber bisher ganz chillig. Wir werden es uns auf jeden Fall weiter anschauen. In dem Sinn wünsche ich euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.